Baden-Württemberg, Land und Leute mit Hanno Gerwin. Baden-Württemberg, Land und Leute Spezial von der Verleihung des diesjährigen Gründerpreises 2015. Dem Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg geht es insgesamt gut. Der Export boomt auch wegen des relativ schwachen Euro und die Investitionsbereitschaft ist groß, weil die Zinsen so niedrig sind. Einer, der die Existenzgründungen im Land mit großem Interesse verfolgt, ist der Wirtschafts- und Finanzminister, der als Schirmherr des Gründerpreises im Laufe der Jahre einen recht guten Überblick gewonnen hat, was denn ein erfolgreicher Existenzgründer so braucht. Natürlich braucht er ein solides betriebswirtschaftliches und auch gegebenenfalls technisches Know-how. Vor allem braucht er aber eine pfiffige Idee, die auf die Bedürfnisse der Zeit eingeht. Und das kann man in einer ganz breiten Palette bei dieser Gründerpreisverleihung immer wieder erfahren. Es ist ja ein riesiges Spektrum, was da ausgezeichnet wird, von ganz technisch bis ganz innovativ und Dinge, an die man noch gar nicht gedacht hat. Was war das Originellste, woran Sie sich erinnern? Was mich besonders beeindruckt hat, war die Gründung eines American Diner Restaurants im Stile der 50er Jahre in Estingen. Die Pink Ladies, glaube ich, hieß das. Ich bin dann auch selber hingegangen. Es war wirklich ein Erlebnis. Was tut das Land, um die Gründer zu unterstützen? Wir haben die Beratungsangebote ausgebaut und vor allem niedrigschwelliger gestaltet. Wir haben Innovationsgutscheine für den Hightech-Bereich kreiert und vor allem haben wir mit Gründerwettbewerben das Bewusstsein für Existenzgründung deutlich verbessert. Nun ist es ja so, das Land Baden-Württemberg brummt eigentlich. Fachkräfte sind alle beschäftigt. Man kann an vielen Orten Karriere machen, ohne sich selbstständig zu machen. Und die Zahl der Gründungen geht seit 2004 auch zurück. Was bedeutet das für das Land Baden-Württemberg? In der Tat geht es unseren Unternehmen sehr gut. Es gibt attraktive Karrierewege in etablierten Unternehmen. Dennoch brauchen wir Existenzgründungen, um Innovationen anzustoßen. Und viele der Menschen im Land würden gern ihr eigener Herr sein oder als Existenzgründer die Selbstständigkeit zumindest erreichen wollen. Und deshalb ist der Reiz dieser Selbstständigkeit immer noch groß. Wir setzen aber weniger auf Quantität denn auf Qualität. Und Baden-Württemberg hat die Unternehmensgründung mit der höchsten Überlebensdauer. Das zeigt an, dass wir gar nicht so schlecht sind. Angenommen, Sie würden sich je selbstständig machen. Wir haben ja heute gesehen, dass man dafür nie zu alt ist. Was wäre eine Branche, eine Richtung, für die Sie sich begeistern würden? Na, da ich gelernter Jurist bin, kann ich mir viele Branchen vorstellen. Juristen können ja bekanntermaßen alles. Aber ich würde mir auf alle Fälle einen Kompagnon suchen, der vielleicht ein technisches Know-how beisteuern könnte, weil das habe ich definitiv nicht. Dann können Sie auf jeden Fall gut ins Ausland expandieren. Genau, so wird es sein, ja. Baden-Württemberg Land und Leute Spezial von der diesjährigen Verleihung des Gründerpreises Baden-Württemberg. Ein Unternehmen zu gründen, das hängt ganz elementar damit zusammen, die richtige Finanzierung zu bekommen. Kaum einer der in der Regel jungen Existenzgründer hat so viel Geld, dass er damit sein Unternehmen finanzieren kann. Die Finanzpolitik ist deshalb sehr wichtig und dafür verantwortlich, wie sich das wirtschaftliche Umfeld entwickelt und wie gründerfreundlich oder auch nicht es ist. Beim diesjährigen Gründerpreis 2015 in der Sparkassenakademie in Stuttgart hatte also der Präsident des Sparkassenverbands Baden-Württemberg sich zuallererst der Finanzpolitik angenommen. Was uns unheimlich beschäftigt, ist die Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank. Jetzt weiß ich, dass es natürlich Gewinner dieser Nullzinspolitik gibt. Die Finanzierer, die Schulden machen, der Staat zuallererst. Natürlich auch die Investitionen machen, haben so günstige Finanzierungsbedingungen wie nie, das ist positiv. Aber wir haben auf der anderen Seite auch sehr viele Verlierer. Der Sparer, der Vorsorgebetreibende, der sich auf Bausparen einlässt, auf Lebensversicherungen, alles sehr gute Geschäftsmodelle, die aber immer vom Zinsergebnis leben müssen, das heute nicht mehr da ist. Und eigentlich müssten bei uns in Deutschland so richtig die Alarmglocken läuten, wenn man sieht, was im Moment der Branchenprimus, der sogenannte, oder andere große Bankkonzerne machen. Was machen die? Die konzentrieren sich nur noch auf die hochrentablen großen Kunden. Die konzentrieren sich auf das Investmentbanking. Und das Breitenkundengeschäft, geschweige denn der Existenzgründer, spielt überhaupt keine Rolle mehr. Der wird jetzt an der Börse gewissermaßen entsorgt.
Was auch ein schwieriges ist, ist die Kapitalmarktunion. Was jetzt die Europäische Union so nach vorne treibt und sagt, ja, dann müssen wir vom Bankgestützten in das Kapitalmarktorientierte finanzieren. Da kann ich nur sagen, viel Vergnügen. Das ist hochriskant, das ist für einen Mittelständler äußerst aufwendig, das ist nicht sicher, das ist bei weitem nicht adäquat mit der bankgestützten, hausbankgestützten Finanzierung, wie wir sie kennen. Der baden-württembergische Mittelstand und sein Erfolg, unser Wohlstand, den wir heute haben in diesem Land und die wunderbaren Perspektiven, leben untrennbar mit regional orientierten Finanzierungen, die vor Ort gemacht werden im Hausbankprinzip. Und wer den baden-württembergischen Mittelständler auf den Kapitalmarkt jagt, in all seinen Volatilitäten, der macht ihn letztendlich kaputt. Das ist die Wahrheit. Ich wünsche mir, dass wir in Zukunft auch immer genügend Teilnehmerinnen und Teilnehmer für den Gründerpreis haben, die ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen und die auch ein Signal geben, hinein zum Mut, zur Selbstständigkeit und unternehmerische Schritte in die Selbstständigkeit zu wagen. Die Stimmung bei der Verleihung eines Gründerpreises, das ist immer eine Mischung aus Ausgelassenheit der in der Regel jüngeren Existenzgründer und dem wohlwollenden und wohlwissenden Erfahrungsschatz der gestandenen Unternehmer und Unternehmerinnen oder Unternehmensvertreter, die zusammen auf die Platzierung gespannt sind. Kurz vor der großen Preisverleihung, Gelassenheit unter den nominierten Existenzgründern. Hier ein Gläschen Sekt, da noch schnell ein Foto für den Fotografen und schon konnte es losgehen. In diesem Jahr bereits zum 18. Mal bietet der Existenzgründerwettbewerb des Baden-Württembergischen Sparkassenverbands die öffentliche Plattform, erfolgsversprechende Geschäftsideen von frisch gebackenen Firmengründern zu präsentieren und zu würdigen. Wie schon in den vorangegangenen Jahren überreichten hierzu Finanz- und Wirtschaftsminister Nils Schmid als Schirmherr und Sparkassenverbandspräsident Peter Schneider die entsprechenden Auszeichnungen. Erster und somit der Gewinner der 10.000 Euro Preisgeld im Jahr 2015, Thorsten Reuß, mit seiner Ende 2013 ins Leben gerufenen Firma Tostec. Schwimmteiche und Naturpools bieten ein unvergleichliches Badeerlebnis im eigenen Garten. Deshalb werden über 5000 im deutschsprachigen Raum jedes Jahr neu gebaut. Doch in allen natürlichen Gewässern bilden sich Algen, sogenannte Belege. Seither gehört ärgerliches Schrubben mit zum Teil sehr unhandlichen Reinigungsgeräten zum Teichalltag. Damit macht das revolutionäre Reinigungssystem von Tostec jetzt Schluss. Schwimmteichliebhaber wünschen sich einen glasklaren und sauberen Teich, ohne für die Reinigung viel Freizeit opfern zu müssen. Das Besondere am Tostec-System sind die vielen Alleinstellungsmerkmale. Dadurch sind die Tostec-Geräte die weltweit ersten und einzigen Geräte, die den Kundenanforderungen nach einer vollständigen Schwimmteichreinigung wirklich gerecht werden. Die Entfernung von Belegen ist ab sofort kein Kraftakt mehr, sondern kinderleicht. Das klappt schon mit dem Einstiegsmodell, einem handgeführten elektromotorischen Reiniger. Die selbstansaugende Bürste garantiert eine optimale Belagsentfernung. Auch jahrealte Belege verschwinden mühelos. Dank der langsamen Rotation der Bürste werden die Sedimente nicht aufgewirbelt, sondern können abgesaugt werden. Diese Technologie kann man an allen unter Wasser liegenden Oberflächen nehmen. Also ich sag mal, das Gerät kann auch die Wilhelma brauchen, um ihr Aquarium zu putzen, logischerweise. Oder da unten haben wir bei der L-Bank so einen großen Brunnen, der auch mühevoll gereinigt wird. Ja, solche Geräte kann man natürlich überall verwenden. Unter dem Motto einfach anders essen bietet der Stuttgarter Koch Christian Weber Dienstleistungen rund um das Thema vegane und gesunde Küche. Mit seinem Label Kontrastreich sichert sich der gebürtige Mittelfranke damit den mit 7.500 Euro dotierten zweiten Platz im Wettbewerb. Ich bin Christian Weber, ich bin Sportler aus Leidenschaft, ich bin mittlerweile Fitnesstrainer, Ernährungsberater und vor allem bin ich eins, ich bin Koch. Mittlerweile bin ich Vegan-Koch, ich habe mich spezialisiert auf die Zubereitung von rein pflanzlichen Gerichten. Ich koche weder mit Butter noch mit Milch. Ich koche kein Fleisch oder kein Fisch. Ich koche einfach nur extrem tolle Gerichte aus Gemüse, aus Hülsenfrüchten, aus Obst, aus allem, was unsere Region so hergibt und vor allem aus allem, was die Welt so hergibt.
Kontrastreich ist mein Versuch, Essen ein bisschen zu verändern. Kontrastreich heißt anderes Essen, Kontrastreich heißt nachhaltiges Essen, vielfältiges Essen, kreativeres Essen, fair gehandelte Produkte und vor allem eine spannende Zukunft im Gegensatz zu dem, was wir bisher haben. Ich biete quasi ein Kontrastprogramm zu allem, was es bisher gibt. Kochen ist ziemlich aufwendig und teuer und man hat nicht viel Zeit etc. Höre ich ganz, ganz oft. Stimmt aber nicht und genau das will ich in meinen Kochkursen rüberbringen, dass man ganz schnell, ganz einfach und vor allem ganz günstig ganz tolles Essen zaubern kann. Jeder Mensch kann in 15 Minuten ein warmes Hauptgericht haben und das zeige ich. Wann waren Sie das letzte Mal bei McDonald's? Vor 12 Jahren, glaube ich. Und seitdem nie wieder? Doch, ich habe mal einen Kaffee geholt. Ein Kaffee, immerhin. Wann ist in Ihnen der Entschluss gereift und warum vor allen Dingen, sich nur noch ausschließlich vegan zu ernähren und auch zu kochen? Das hört sich so ein bisschen krankhaft an. Nein, um Gottes Willen. Ausschließlich vegan. Ich glaube, seit 3 Jahren bin ich selber vegan und kochen tue ich seit Anfang des Jahres ausschließlich vegan. Ökologisch und energieeffizient heizen. Mit seiner Idee, ein Magazin rund ums Thema Wärmepumpen herauszugeben, erklimmt Baufachjournalist Dennis Jäger den letzten noch freien Platz auf dem Treppchen. 5.000 Euro Preisgeld gibt's obendrauf. Energieeffizienz nimmt bei der Beheizung von Gebäuden eine zentrale Rolle ein. Die Wärmepumpe ist eine Alternative zu Gas und Öl. Sie stellt eine innovative Verbindung von effizienter Energienutzung und erneuerbaren Energien dar. Sie funktioniert im Prinzip wie ein Kühlschrank, nur umgekehrt. Die Wärmepumpe entzieht im Außenbereich, dem Erdreich, dem Grundwasser oder der Luft Wärme und gibt sie als Heizenergie an das Haus ab. Wärmepumpen sind eine Herausforderung. Sie sind anspruchsvoll in der Planung, in der Installation und auch in der Wartung. Für alle, die mit dieser Heiztechnik jetzt Geld verdienen wollen, gibt es das Wärmepumpen-Magazin. Es erscheint als monothematische Baufachzeitschrift gedruckt, genauso wie in einer Online-Variante. Die Inhalte vermitteln Wissen zur Wärmepumpentechnik direkt und zum Umfeld. Leser sind Fachhandwerker im Heizungsbau sowie Fachplaner. Sie haben also eines Abends da gesessen, Fernsehen geguckt, Tagesschau geguckt, was auch immer und haben sich dann gesagt, ich erfinde jetzt ein Wärmepumpenmagazin. Wie kommt man darauf? Ich habe mit dem Thema Wärmepumpe eigentlich in meiner journalistischen Laufbahn immer ein Stück weit zu tun gehabt. Aber es hat mich immer geärgert, es ist so eine wichtige Heiztechnik. Aber es gibt draußen einfach keine Plattform, wo sich alle Leute Informationen darüber holen können, die sie brauchen. Und das mache ich jetzt. Personen und Tiere in wenigen Sekunden digitalisieren und per 3D-Druck als lebensnahe Figur ausgeben. Zwar reichte es für die Neustädter Firma Scanotech nicht mehr ganz aufs Treppchen. Mit ihrem selbstentwickelten stationären 3D-Scanner konnten sie sich aber immerhin den 4. Platz und somit noch 2.000 Euro Preisgeld sichern. 1.000 Euro mehr als der 5. Platzierte der Konkurrenz, das Göppinger Unternehmen Höhne Consult. Die Geschäftsidee Christoph Höhnes, klassische Dienstleistungen als Unternehmensberater, konzentriert auf die Werkzeugmaschinenbranche im deutschsprachigen Raum und deren Etablierung auf dem chinesischen Markt. Insgesamt konnten sich die 5 Platzierten damit über Geldpreise im Wert von 26.000 Euro und erstmals auch alle Nominierten über einen professionell produzierten Unternehmensfilm freuen. Da versteht es sich dann auch von selbst, dass die Stimmung auch beim anschließenden gemeinsamen Fototermin keinerlei Abbruch erleidet. Laola inklusive. Baden-Württemberg Land und Leute spezial von der Verleihung des Gründerpreises in der Stuttgarter Sparkassenakademie. Schon zum 18. Mal wurde in diesem Jahr der renommierte Preis auf Initiative der Sparkassen verliehen. Dabei waren auch recht ungewöhnliche und recht mutige Geschäftsideen. Eine solche hatte der vegane Koch Christian Weber, der in Stuttgart unter der Marke Kontrastreich nicht nur Ernährungsberatung anbietet, sondern auch ganz praktisch zeigt, wie man richtig, das heißt vor allem gesund, kocht und die Zutaten optimal zubereitet. Er erinnert sich, wie er auf diese Idee kam. Ja, ich glaube, nach 10 Jahren Gastronomie und Sternegastronomie, da merkt man so im einen oder anderen Betrieb, was man gern selber machen würde. Man hat immer so den Drang, das und das würde ich gern so machen und das würde ich aber ganz anders machen. Und so hat sich das ein bisschen angestaut und irgendwann letztes Jahr dachte ich mir, ich muss einfach was Eigenes machen. Ich muss mein Ding kochen und muss auf meine Art kochen. Und es hat sich aber auch richtig was gestört an der Gastronomie, wie sie so im Allgemeinen funktioniert. Ja, ich nenne es mal grob überschätzt,
erstens die Monotonie und zweitens den Wegwerfwahnsinn. Monotonie heißt, egal wie toll sie kochen, aber es wiederholt sich immer. Sie werden zu Silvester irgendwie immer Taube kochen mit irgendwie was Tollem dran. Sie werden Rinderfilet für den Gast zubereiten und Zwiebelwurst braten und es ist immer irgendwie dasselbe. Und wir haben so viele Gemüsesorten und so viele ganz tolle Sachen auf der Welt, die ich alle benutzen möchte. Und das zweite ist natürlich dieser Wegwerfwahnsinn, wo man sagt, man schält irgendwie irgendwas zu Tode und sticht dann Kugeln aus, um den Rest irgendwie wegzuwerfen, nur damit 5 schöne Kartoffelkugeln auf dem Teller liegen mit ein bisschen Rinderfilet, weil der Gast das schön findet. Und das stört mich einfach, weil die halbe Welt irgendwie Hunger leidet. Das ist ja ein sehr idealistischer Ansatz. Ist der für Sie sehr bestimmt? Auf jeden Fall. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben idealistisch, aber wenn man sich nicht hohe Ziele steckt, dann kann man auch nicht mal die Hälfte davon erreichen. Das ist aber nicht unbedingt ein Grund, vegan zu kochen, sondern man könnte auch verantwortungsvoll mit Fleisch zum Beispiel umgehen. Könnte man schon, aber wenn man gerade auf das Thema Welternährung geht, dann macht es keinen Sinn, zum Beispiel in eine Kuh 10 Kalorien reinzustecken, um dann eine wieder rauszukriegen. Wenn man dann sieht, wir sind irgendwie 7 Milliarden Menschen, haben eigentlich für jeden genug Essen da, aber wir füttern den ganzen Soja in irgendeine Kühe rein. Das ist nur ein Aspekt von dem. Und vegan heißt halt Pflanzen wertschätzen für mich. Vegan heißt kreativ kochen. Vegan ist ein Ansatz, irgendwas anders zu machen und das Zukunftsweisendes zu machen. Es muss nicht jeder, und ich glaube auch nicht dran, dass in 50 Jahren jeder vegan ist, aber ich glaube, dass wir zumindest lernen müssen, wieder gemüselastiger zu essen und das mehr wertzuschätzen. Glauben Sie, wenn man Ihr Konzept jetzt in der Breite umsetzen würde, also wenn, ich will nicht sagen alle Menschen, aber viele Menschen so kochen würden wie Sie, könnte man viel mehr aus dem Boden herausholen, um Menschen zu ernähren weltweit? Ja, auf jeden Fall. Und man müsste auch nicht, wenn man ordentlich kochen würde, man müsste nicht irgendwie ein Drittel alles Gemüse wieder in den Acker reineckern, weil es einfach nicht schön ist, sondern man würde einfach nur versuchen, das, was man hat, wertzuschätzen und daraus was zu machen. Egal, ob die Karotte jetzt krumm ist oder ob der Apfel ein bisschen angedellt ist, das macht gar keinen Sinn. Ja? Man kann ganz viel aus allem machen. Und ich glaube schon, dass viele sich in die Richtung orientieren sollten, um zukunftsweisend zu arbeiten. Was hat denn den Ausschlag gegeben, dass Sie so umgeschwenkt haben? Denn so haben Sie nicht gedacht, als Sie Ihre Ausbildung zum Koch gemacht haben. Nein, mit Sicherheit nicht. Der Ausschlaggebende war für mich vor 3 Jahren der Umstieg, selber Veganer zu werden. Da weiß ich nicht, was der Auslöser war. Es ist einfach, man merkt als Koch aber auch, wenn man sich mit veganer Küche beschäftigt, dass es extrem vielseitig ist. Man beschäftigt sich nicht mehr den ganzen Tag damit, was mache ich zu dem Rinderfilet dazu, sondern was mache ich aus der Karotte, und dann wird es spannend. Dann können Sie nicht jeden Tag Karottensalat machen oder können nicht jeden Tag gedünstete Karotten machen. Dann machen Sie plötzlich Karottensuppe, Karottenpapier, machen Karottenauflauf, versuchen die Karotte irgendwie anders zu machen. Und dann wird es echt spannend. Dann kommt auch jeder Koch an seine Grenzen. Und dann weiß ich nicht, was der Ausschlag war, aber das hat sich so ein bisschen angestaut. Und irgendwann habe ich dann gesagt, jetzt. Ihr Unternehmen gibt es ja noch nicht lang. Wie viele Monate? 5 jetzt. 5 ganz turbulente Monate, aber das ist noch relativ jung, das stimmt. Und gleich kriegen Sie einen Preis, einen Gründerpreis, den zweiten Preis für die gute Idee, für ein gutes Business-Konzept und natürlich auch für diesen, ich sag mal, weltanschaulichen Hintergrund, der da mitschwingt, also für dieses Nachhaltige, was in Ihrem Konzept liegt. Wie erklären Sie sich das? Das kann ich mir nicht erklären. Ich hoffe nur, dass viele, die das bewertet haben und das für gut befunden haben, nicht nur, sag ich mal, in dem Sinne Applaus klatschen, sondern auch so ein bisschen Anregung mitnehmen und vielleicht für sich selber mal denken, da könnte ich mal so ein bisschen, das ist mein Ziel. Schön, so einen Preis zu bekommen, aber ich möchte auch was damit erreichen. Und ich möchte nicht sagen, ja toll, jetzt habe ich was gewonnen, sondern was habe ich damit erreicht? Wie viel Publicity kriege ich dafür und wie weit kann ich mein Unternehmen dadurch vergrößern? Es ist natürlich spektakulär, innerhalb der ersten 5 Monate sowas quasi abzuräumen, und freut mich tierisch, kann ich nicht anders ausdrücken. Eine eigene Preiskategorie bei der Gründerpreisverleihung in Stuttgart war schon immer die Unternehmensnachfolge. Hier kann man vorausschauend einiges richtig und gegebenenfalls auch vieles falsch machen. Die Kiefer- und Knapp-Unternehmensgruppe wurde ausgezeichnet, weil diese beiden Unternehmerfamilien und ihre 4 Kinder sehr viel richtig gemacht haben in Sachen Unternehmensnachfolge. In einem Film wurde das preisgekrönte Unternehmen bei der Preisverleihung ebenso wie die anderen Preisträger vorgestellt. Seit 45 Jahren steht Kartonveredelung Knapp für erfolgreiche und innovative Verpackungslösungen. Das Schwetzinger Unternehmen wird heute von der 2. Generation geführt, den Kindern der beiden Gründer Helmut Kiefer und Hans-Dieter Knapp. Wir waren Kollegen in der Verkaufsabteilung, damals bei der damaligen Zellstofffabrik Waldhof, dem Vorläufer der heutigen SCA, die Papiertücher und so weiter, die Windeln herstellt. Und durch die Fusion zwischen der Astell und der Zellstoff war auf einmal unsere kleine Abteilung überflüssig.
dann standen wir vor der Frage, machen wir uns selbstständig und produzieren wir das selbst. Und das war der Startschuss zur Kartonveredelung Knapp. Wegen eines Wettbewerbsverbots durfte bei der Gründung der Name Kiefer nicht in den Unternehmensnamen einfließen. Auf eine spätere Umfirmierung wurde verzichtet, weil Kartonveredelung Knapp schon bald eine branchenbekannte Marke war, die für hohe Qualität stand. Da haben wir beschlossen, dass Knapp die ganze Verkaufs- und Disposition der Rohstoffe, die dazu benötigt werden, erledigt, während ich die Finanzen, die Personalgeschichte und vor allen Dingen die Investitionen in meiner Verantwortung hatte. Das war eine ordentliche Aufteilung, mit der sind wir jetzt bei über 40 Jahren hervorragend ausgekommen, weil jeder gewusst hat, was sein Aufgabengebiet ist. Eine Spezialsendung heute von der Verleihung des Gründerpreises und eine Spezialkategorie dort ist die Unternehmensnachfolge. Durch die Reform der Erbschaftssteuer ist dieses Thema aktuell in die Diskussion gekommen. Denn natürlich kann man kein Unternehmen an seine Kinder vererben und bei der Gelegenheit so viel Steuern an den Staat zahlen, dass das Unternehmen im schlimmsten Fall daran zerbricht. Nun, dieses Schreckensszenario ist eigentlich vom Tisch. Beim diesjährigen Gründerpreis ausgezeichnet wurde ein Unternehmen aus Schwetzingen, bei dem die Weitergabe der Unternehmensführung an die Generation der Kinder ganz hervorragend geklappt hat und beispielhaft zeigt, was Familienzusammenhalt alles an Positivem bewirken kann. Wie kamen Sie oder wann kamen Sie erstmals auf die Idee zu sagen, wir vier machen das dann mal? Also ich bin jetzt schon seit 17 Jahren im Unternehmen tätig und die anderen kamen dann nach und nach dazu und es hat von Anfang an gut geklappt. Jeder hat so seine Talente, sage ich mal, Bereiche, um die er sich kümmert und so ergänzen wir uns da optimal. Und eigentlich war dann, glaube ich, relativ schnell klar, dass wir alle übernehmen wollen. Wer war denn der Nächste? Wer kam als Nächster ins Unternehmen? Ich war 2003 dran. Ich weiß nicht, wann du, in etwa gleich, denke ich. Genau, während des Studiums, das ich ja im Unternehmen gemacht habe. Ja, und klar, wir kennen uns seit Kindstagen eigentlich an und klar war da noch nicht vorbereitet, dass wir das Ganze mal übernehmen sollten, aber ich denke, da haben sie schon so die ersten Wege abgezeichnet. Also Sie haben im Kindergartenalter schon zusammengespielt? Ja, sozusagen, genau, zwischen Kartonstapeln und den Hubwagen als Tretroller benutzt und Büro gespielt, ja. Sie sind dafür zuständig, dass die sich alle vertragen, habe ich das richtig verstanden? Ja, also da brauche ich, das ist gar nicht so viel Arbeit, dass die drei eben Aktiven sich untereinander verstehen, vertragen. Ja, ich bin Logopädin und dementsprechend nicht im operativen Geschäft tätig. Und ja, das ist mein Job. Sie haben nie Streit? Gibt es das gar nicht? Sicherlich gibt es unterschiedliche Meinungen, aber ich finde auch gerade drei oder vier Konstellationen sind unterschiedliche Perspektiven, wenn man sich respektiert und akzeptiert und zuhört, ja auch befruchtend, ja, also für die Entscheidung. Haben Sie denn so etwas wie eine Strategie, wenn Sie jetzt mal unterschiedlicher Meinung sind? Ich meine, Sie sind vier Leute und Sie haben bestimmt irgendwann auch mal, wenn es um strategische Entscheidungen geht, unterschiedliche Gewichte, sage ich mal wenigstens. Von Gewicht, ne, es ist ja familiär aufgeteilt, gleich. Und wenn man die letzten 30 Jahre, 40 Jahre zurückblickt, gab es eigentlich keine Entscheidung, die nicht einstimmig getroffen wurde. Auch mit Überzeugungsarbeit, ja. Aber man kann sagen, das hat bis dato immer gut geklappt. Baden-Württemberg Land und Leute, Spezial zur Gründerpreisverleihung Existenzgründer. Das sind in der Regel eher etwas jüngere Leute. Die kommen gerade von der Uni oder haben eine Ausbildung abgeschlossen und entscheiden sich dann, den Sprung in die Selbstständigkeit zu wagen. Beim Gründerpreis gibt es aber noch eine ganz andere Kategorie, nämlich den Preis für das Lebenswerk eines gestandenen und erfolgreichen Unternehmers, der auf viele Jahre der Entwicklung seines Unternehmens zurückschauen kann. Diesen Preis bekam in diesem Jahr Willi Schwenger von der Karl Stahl GmbH in Süßen. Nerven wie Drahtseile, ein klarer Blick und die Fähigkeit in Risiken, stets auch die Chancen zu sehen. Beschreibungen von Eigenschaften Willi Schwengers.
Der diesjährige Preisträger in der Kategorie Lebenswerk führte in den vergangenen 47 Jahren das Handwerksunternehmen Karl Stahl zu einem der erfolgreichsten weltweit agierenden Unternehmen auf dem Gebiet der Seil- und Hebetechnik. Die Karl Stahl GmbH wurde 1880 von Jakob Stahl gegründet. Ursprünglich eine kleine Seilerei, beschäftigt der Konzern heute 1500 Mitarbeiter in aller Welt und ist nach wie vor in Familienbesitz. Aus Textilseilen wurden Stahlseile für die Hebetechnik und viele andere Bereiche. Willi Schwenger und seine Frau Gerda, eine Urenkelin des Gründers Jakob Stahl, kommen 1966 in das Unternehmen. Ja, es war eine glückliche Entscheidung. Ich habe tagsüber verkauft und abends hat mein Schwiegervater gesagt, wenn ich die Aufträge ihm gezeigt habe, ja, da gehen wir gleich mal in die Werkstatt und machen noch ein bisschen was. Sieh, und wenn man dann abends bei einem Kunden um 18 Uhr noch einen Auftrag bucht und am anderen Morgen auf der neuen Tour dann die Ware schon abliefert, sieh, das war grandios für die Kunden. Also das war für mich immer ganz bedeutend. Erstens, man muss ein gutes Sortiment haben. Man muss innovativ sein in diesem Sortiment. Man muss gute Mitarbeiter haben, ob das in der Werkstatt ist oder im Außendienst. Und man muss Kundennähe pflegen. Und mit diesem Credo bin ich marschiert über die Jahre und wir haben die Firma ausgebaut. Es war ein Genuss. Ein Lebenswerk, dem auch Sparkassenpräsident Peter Schneider seinen gebührenden Respekt zollt. Einer Ihrer Leitsätze, lieber Herr Schwenger, heißt: Eine Leistung wird erst zum Wert, wenn sie verkauft wird. Dafür braucht es, wir haben es gehört, Exzellenz in Qualität und Kundennähe verbunden mit einem ausgezeichneten Marketing und hochmotivierten Mitarbeitern. Genau damit hat die Karl-Stahl-Gruppe unter Ihrer Führung, lieber Herr Schwenger, gepunktet. Um in Sachen Service, Produktinnovation und Produktqualität immer am vordersten Front zu sein, haben Sie beim Ausbau Ihres Unternehmens nicht darauf gewartet, bis die Kunden zu Ihnen kamen, sondern Sie haben sich selbst auf den Weg zu den Kunden gemacht, haben die Landwirte, die Bauunternehmer, die Metallbauer besucht, um ihre täglichen Herausforderungen kennenzulernen. Und das Ergebnis sind dann Spitzenprodukte. Trotz seines mittlerweile reifen Alters von fast 80 Jahren steht Willi Schwenger im familiengeführten Unternehmen noch längst nicht auf dem Abstellgleis. Das Unternehmen unterstütze ich mit Rat aus der Vergangenheit und Erlebnissen, die ich hatte. Und ich bin nur noch wenige Stunden am Tag in der Firma, aber ich bemühe mich. Nur noch wenige Stunden, ja. Ja, wenn Sie es genau wissen wollen, 2,5. Ja. Im Gespräch mit Moderator Andreas Franik gelingt es dem Träger der Wirtschaftsmedaille des Landes Baden-Württembergs mit jeder Menge Humor die Sympathien des Publikums zu gewinnen. Bei all den Ehren weist Schwenger dabei vor allem auch auf den besonderen Anteil seiner besseren Hälfte. Meine Frau hat mir immer den Rücken freigehalten. Und sie war immer ein guter Gesprächspartner für neue Ideen, für neue Investitionen, für die Expansion der Firmengruppe. Und ich muss sagen, von den 4 Töchtern, die mein Schwiegervater hatte, ist sie die Beste. Willi Schwenger, herausragende Unternehmerpersönlichkeit mit besonderer Lebensleistung. Und jetzt auch Gründerpreisträger 2015 in der Kategorie Lebenswerk. Tja, das war Baden-Württemberg Land und Leute heute spezial von der Verleihung des Gründerpreises 2015. Wenn man das so verfolgt hat, dann ist einem für die baden-württembergische Wirtschaft nicht bange. Viele Ideen, viel Tatkraft und ein gerütteltes Maß an Erfahrung. So präsentierten Unternehmen und Unternehmer sich in diesem Jahr in Stuttgart. Ihnen Dankeschön fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal.